Cheater bringen es nicht weit, oder? Naja, normalerweise werden diese meist schnell entlarvt oder im Videospieljargon gebannt. Jedoch gab es mittlerweile bereits den ein oder anderen Fall, in dem Profispieler beim Cheaten erwischt wurden. Wir haben uns es zur Aufgabe gemacht, die krassesten Fälle für euch zusammenzutragen und haben daher heute für euch die 5 krassesten Betrugsskandale der E-Sport-Geschichte. Los geht's! Fangen wir an mit der Nummer 5. Mit Amphetamin verliert man nie. Während eines Interviews gab ein Counter-Strike-Profi zu, dass er und sein Team während eines Turniers im Jahr 2015 auf Amphetamin gewesen seien. Dies taten sie laut eigenen Aussagen jedoch nicht, um das Spiel zu gewinnen. Dieses Geständnis sorgte für so viel Wirbel, dass selbst Medien außerhalb der Gaming-Branche darüber berichteten. Sind wir mal ehrlich, wer extra für Spiel Medikamente nimmt, cheatet. Genau diese Meinung vertritt auch die Ligasprecherin Anna Rosvandovic. Und weiter geht's mit der Nummer 4. Aimbot-Spieler in der Weltrangliste. Es ist kein Geheimnis, dass Blizzard hart gegen Betrügern vorgeht. Daher ist es auch ratsam, nicht zu cheaten, wenn man ein bekannter Spieler ist oder gar noch streamt. Jedoch gibt es immer einen, der sich doch erwischen lässt. Der Spieler Kid X, der ein Top 500 Spieler in der Overwatch-Weltrangliste war, wurde während eines Livestreams permanent gebannt. Die Vorwürfe, er habe über mehrere Jahre einen Aimbot genutzt. Traurig, dass er sich damit nicht nur selbst, sondern auch seine treue Community belogen hat. Und die Top 3, Screen-Cheating. Man muss ihnen zugestehen, dass dieser Betrug einfach nur genial war. Während eines Turniers bediente sich ein Team des Screen-Cheatings. Sie bemächtigten sich die Sicht auf dem Bildschirm der Gegner, was dafür sorgt, dass man immer wusste, wo die Gegner waren. Witzigerweise bedienten sie sich nicht direkt am Bildschirm eines Mitgliedes des gegnerischen Teams, sondern schauten immer wieder hinter sich auf den großen Bildschirm, auf dem das Spiel für die Zuschauer übertragen wurde. Dadurch konnten sie auf der Karte ausmachen, wo sich gerade wer befindet und dementsprechend reagieren. Als der Betrug aufflog, musste das Team 30.000 US-Dollar Strafe zahlen. Fast am Ende und die Nummer 2. Matchfixing in StarCraft 2. Videospielwettbewerbe sind seit Jahren eine beliebte und zugleich lukrative Branche in Südkorea. Zu den 2010 am beliebtesten Spielen gehörte StarCraft. Als irgendwann Gerüchte die Runde machten, dass Glücksspiel und Bestechungsgelder von Trainern die Spieler beeinflussten, schalteten sich sogar die Behörden ein. Und tatsächlich, es kam heraus, dass Spielern Geld geboten wurde, damit sie absichtlich Spiele verlieren. In einem Fall wurden sogar 60.000 Dollar, also 10-mal so viel wie das Preisgeld bei einem Sieg geboten, dass der Spieler absichtlich verliert. Einfach unfassbar. Und zu guter Letzt die Nummer 1. Während der MLG Sommermeisterschaften 2012 waren zwei Teams gerade dabei, um den Sieg zu spielen. Jedoch war dies kein normales Spiel. Die beiden Teams haben sich heimlich besprochen und darauf geeinigt, ein Unentschieden zu erreichen. Das hätte bedeutet, dass das Preisgeld auf beide Mannschaften aufgeteilt werden würde. Als der Betrug aufgedeckt wurde, wurden beide Mannschaften lebenslänglich vom Turnier disqualifiziert und das Preisgeld ging an den Drittplatzierten. Ja Leute, da sind wir auch schon wieder am Ende. Wenn euch das Video gefallen hat, bin ich mir sicher, dass eines dieser beiden Videos hier euch auch gefallen könnte. Ansonsten war's das für heute, bis zum nächsten Mal, reingehauen!